Tour de France, the oldest and most prestigious Grand Tour in the world. The goal of every cycling team, the dream of every professional rider. BORA ARGON 18, the German professional cycling team, will be at the start line on the 2nd of July in Mont-Saint-Michel. Die Teilnahme ist elementar wichtig, also nicht nur für das Team, sondern auch für alle Partner. Man kriegt da ca. 60-70% des jährlichen Return of Invest eines Fahrerteams zurück und dementsprechend froh sind wir, dass wir dabei sind dieses Jahr. Doch, also die Einladung zur Tour ist für jeden Fahrer ein absolutes Highlight in der Karriere und auch für uns als Team. Und dort sind die stärksten Rennfahrer der Welt, die sich messen, und da wollen wir natürlich auch mit dabei sein, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig für uns. BORA ARGON 18 are preparing for the tour in the Italian Alps with an intensive 2-week altitude training camp. But how does this altitude training help improve performance and simulate those famously grueling climbs of the Tour de France? Altitude training can be simulated by using an artificial altitude device, where the barometric pressure is kept the same, but the oxygen content is reduced, which also reduces the partial pressure of oxygen. Ja, ganz wichtig ist natürlich erstmal Trainingskilometer zu sammeln und auch hohe Berge zu fahren. Und nichtsdestotrotz ist natürlich auch ein Teambuilding, das Zusammenarbeiten in Grenzsituationen, was wir teilweise hier in der Höhe haben, ganz, ganz wichtig. Und so ist so ein Trainingslager ja elementär für eine gute Vorbereitung auf die Tour. Sport Director Enrico Poitschke also explains that during altitude training the body can adapt to the relative lack of oxygen in several ways, such as increasing the mass of red blood cells and hemoglobin, or altering muscle metabolism. Wir waren gestern auf 2400 Meter Höhe. Da ist sicherlich der Trainingsreiz noch vertretbar. Alles, was dann höher ist, und gerade wenn man auch stärkere Belastungen fährt, sollte man eher ja, sehr gering halten. Und wir haben einfach über die letzten Jahre festgestellt, dass Aufenthalte zwischen 1600 bis 2200 Metern die optimalen sind, um zu trainieren. Und sicherlich ist es auch möglich, höher zu schlafen, aber man sollte nicht in zu großer Höhe trainieren. The team prepare for another tough day's training. The daily schedule includes more than 140 kilometers of qualitative training, steep climbs to altitudes of 2,400 meters, descending as a group at more than 100 kilometers per hour, and flat high cadence rides. Ja, wir wollen natürlich eine Etappe gewinnen und werden auch versuchen, offensiv zu fahren, uns vielleicht sogar einem Trikot nähern, und in der Gesamtwertung werden wir schauen, wie es mit unseren jungen Fahrern läuft, aber auch da wollen wir so gut fahren, wie es möglich ist. Ich denke auf die Überführungsetappen mit der Überraschung, mit einem überraschenden Angriff, wenn meine Fluchtgruppe durchkommt und wir da vertreten sind, vielleicht sogar in der Überzahl vertreten sind, wäre natürlich der Idealzustand, dass man hieraus eine Etappe gewinnt.
Proper nutrition is one of the most important factors to guarantee a good performance at high altitude. Giving yourself the proper nutrition during the altitude training camp is key. Steffi Berthold, Team BORA Argon 18's nutritionist, explains. Naja, in der Höhe braucht der Körper einfach 10% mehr Energie als sonst und dementsprechend auch mehr Kohlenhydrate, mehr Proteine, mehr Nährstoffe und die versuchen wir eben einfach mit einer zusätzlichen Ernährung zu liefern. The riders are professional sportsmen and highly competitive, but they too sometimes need a little encouragement and motivation. That job falls in part to Ralph Denk, team manager of BORA Argon 18. But how important is team spirit and bonding in a professional cycling team? Ja, sehr wichtig. Die müssen sich verstehen. Also ich sag mal, die müssen befreundet sein, sonst funktioniert's nicht. Wenn sich die von Anfang an schon ankeifen oder eine andere Mentalität oder eine andere Auffassung vom Job haben, dann funktioniert das nicht. Und deswegen sind wir, wenn wir die Leute schon aussuchen, wenn wir die einstellen bei uns im Team, gefragt, da wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen. The riders are of course the central characters of the Grand Tour. They train every day and their whole life is orientated around racing. But how do they feel about being part of this mega event? What's in their minds when they line up at the most prestigious cycling race on earth? At first year I really enjoyed it. I was like almost crying because it was my first time. Like, I was so happy that I did it. That when I saw the last kilometer, oh, it was a really, really amazing feeling. Yeah? But what I'm looking forward for the party after the race. Eh? Yeah. So, what do we learn from the past? Which decisions separate one rider from another? Which decisions will make him or break him in the peloton? Enrico Pojcka has a lot to remember, but this is more than a cycling story. Vor zwei Jahren, als Thiago Machado nah am gelben Trikot stürzt und dann das Rennen aufgibt und wir eigentlich schon so gut wie weggefahren sind, er dann nochmal in sich gegangen ist und aus dem Krankenwagen wieder aussteigt und ich aber schon die Mannschaftskollegen weitergeschickt habe. Dann sind das Situationen, die ja nicht vorhersehbar sind und wo man wieder ganz schnell neu entscheiden muss. There are a few weeks still to go and BORA Argon 18 are getting ready for the tour. For more than 3 weeks, the global cycling community will be in France for the most prestigious Grand Tour. BORA Argon 18 will participate once again, showing everyone that the team spirit, healthy nutrition and hard training are more than the key elements of success, they are the team's values. We ride natural.